Schon vor der Schlusssirene ist klar, der Drops ist unrund gelutscht. Die Adler & Dragons klauen die Punkte am Ischeland. Hallo und herzlich willkommen bei Feuervogel TV. Mit dem ersten der Playoff-Endspiele. Trotz der Niederlage sind alle fest entschlossen. Das letzte Wort haben wir. Nächste Woche gegen den MBC. Phoenixhagen gegen die Adler & Dragons, Endstand 82-93. Ich darf den Trainer der Dragons begrüßen. Wir wussten, dass dies hier für uns heute ein sehr schweres Spiel werden würde, aus verschiedenen Gründen. Der eine ist sicherlich, dass das unser fünftes Spiel in zwei Wochen war, dass wir am Sonntag in Ulm gespielt haben, am Mittwoch in Bamberg und praktisch keine Zeit zur Vorbereitung hatten, im Gegensatz zu Phoenixhagen. Aber der Hauptgrund, warum es ein schweres Spiel sein würde, liegt nicht darin, sondern in der Qualität von Phoenixhagen. Ja, über den ganzen Spielverlauf gesehen hatten wir schlechte Phasen und gute Phasen. Genau wie Adland auch schlechte und gute Phasen hatte. Dass das Spiel dann am Ende auf so eine Art und Weise entschieden wird, finde ich sehr schade. Ja, wir sind ja sehr, sehr oft zum Korb gezogen, haben die Layups nicht gemacht. Das ist schon schade, aus welchem Grund auch immer. Aber wenn wir die reinmachen oder zumindest an die Freiwurflinie gehen können, dann können wir das noch ausgeglichen gestalten bis zur letzten Sekunde. Und zumindest das ist der Plan vor dem ersten Sprungball. Gegen die Adländer so lange wie möglich dran zu bleiben und mit dem sechsten Mann im Rücken vielleicht sogar am Ende wieder zu feiern. Eine harte Nuss, die Dragons, das zeigt sich schnell. Völlig unbeeindruckt, die Gäste kommen mit der Hagener Defense gut zurecht und treffen vor allem aus der Distanz atemberaubend. Während die Adländer-Würfe geschmeidig ins Netz fallen, bleibt bei Phoenix viel am Ring hängen. Insgesamt läuft so einiges unrund. Dank des unnachahmlichen Hagener Kampfgeistes bleibt das Team trotzdem dran. Nach Abe Lodwigs Tip-In steht es 21-25 nach dem ersten Viertel. Devin White sorgt zwischenzeitlich für den Ausgleich, 30-30, aber die Dragons schlagen zurück, setzen sich wieder ab, die Dreier fallen fast nach Belieben, bei Phoenix hakt es weiter. Auch im zweiten Viertel stemmt sich Phoenix gegen die Traumquoten des Gegners. Quakenbrück trifft bis zur Pause 10 von 14 Dreiern und hat Bryce Taylor, der bis dahin alleine 21 Punkte auf dem Deckel hat. Halbzeit. 42-53. Das wird noch ein hartes Stück Arbeit. Wir haben unser Spiel durchgezogen, sind nach vorne gerannt. Leider sind viele Würfe nicht gefallen. Und dafür bei Adland reingegangen in der ersten Halbzeit. Und ja, das hat uns vielleicht ein bisschen so die Punkte gekostet, weil die halt einen Vorsprung hatten. Und das ist auch ein gutes Team, dass sie den Vorsprung auch gut verwalten können. Ja. Verwalten ist nicht unbedingt der Hagener Style. Basketball mit Schmackes schon eher. Damit soll es jetzt was werden, in der zweiten Hälfte. Die Defense wird umgestellt, das macht sich bemerkbar. Die Dragons kommen etwas aus dem Tritt, Fehler schleichen sich ein, Hagen macht ganz schön Druck. Stefan Koch gefällt das mal so gar nicht. Trotzdem schafft Phoenix nicht mehr als den Ausgleich. Die Fans in der NRW Arena merken aber,
hier könnte jetzt was gehen. Wenn jetzt alles passt, gibt's den nächsten großen Moment in einer schon jetzt großen Saison. Nicht zuletzt Dreier wie die von David Bell sorgen für Hoffnungsschimmer. Doch das können die Adländer eben auch. Und das einfach zu gut an diesem Abend. Dafür bleibt Mark Doris Ball bezeichnenderweise hängen. Eigentlich war es so das Gesamtpaket. Wir haben viele 50-50-Bälle liegen gelassen, ein paar Turnover gemacht, ein paar Würfe nicht getroffen in Situationen, die uns geholfen hätten, das Spiel zu gewinnen. Und dann, ja, dann wird es natürlich schwer gegen Hartland. Ja, ist ganz gut aufgegangen. Wir wollten auf jeden Fall schauen, dass wir so diese ganzen Fast Breaks von den Hagenern unterbinden. Das haben wir nicht immer geschafft, aber ich sag mal, gut genug, um das Spiel zu gewinnen. Auch im letzten Viertel setzt Phoenix immer wieder zum Schlussspurt an, kommt immer wieder ran, aber es reicht einfach nicht zu einem richtigen Lauf. Immer wieder schleichen sich kleine Fehler und Unsauberkeiten ein. So ist es schwierig, in die Nähe von Big Points zu kommen. Eine echte Achterbahnfahrt für die 3000 Hagner-Fans in der NRW Arena. Die Hoffnung stirbt nicht wirklich, aber dass gegen die Dragons noch was geht, wird mit jedem Stockfehler unwahrscheinlicher. Denn die Gäste treffen wieder. Am Ende eine souveräne Angelegenheit, 93-83 für Artland. Da das Team alles gegeben hat und gekämpft hat, wie sich das am Ischeland gehört, feiern die Fans trotzdem, singen sich warm für den Showdown am letzten Spieltag. Da die Konkurrenz auch verloren hat, gibt es ein absolutes Playoffs-Endspiel gegen den MBC. Es wäre auch sonst nicht spannend genug gewesen. Playoffs, Sie sagen ja selbst immer, das wäre halt so eine Art Bonus, aber wie sieht es in der Mannschaft aus, wenn das jetzt im Endspurt nicht klappen sollte? Glauben Sie, dass die Spieler sehr enttäuscht werden? Ja, sicher. Wir sind dann alle sehr enttäuscht, nicht nur die Spieler, das ganze Umfeld, die Fans. Wenn du in so eine Situation kommst, jetzt wir, dass wir in die Playoffs einziehen können, dann will natürlich alle 180.000 aus Hagen wollen natürlich dann das auch schaffen. Ja? Und man ist dann sehr enttäuscht, wenn man es nicht schafft. Das ist, glaube ich, ganz normal. Und dein persönlicher Tipp, wer kommt noch in die Playoffs? Wir auf jeden Fall. Wir haben die besten Chancen, denke ich, und nächste Woche machen wir es klar. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu Hagen. Mein Herz beginnt schneller zu schlagen, denn ich bin im Herz zu Hagen.